Let's go. Du musst bereit drücken. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Bisschen creepy, hallo von nebenan. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Zum Sabine, hast du deinen Titel geändert? Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Wo ist aktualisiert? Okay, Leute. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken.
Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, Jake. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da hab ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Okay, kurz angebunden. Lass sie in Ruhe. Nichts sagen oder gleichgültig. Sie kommt immer zu spät. Kurz angebunden. Lass ihn in Ruhe. Oh, ui, jetzt hätte ich fast zu spät gewesen. Das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp. Hast du wohl auf die Platte auf? Aufgebracht, sei kein Arsch oder missbilligend, das war keine Absicht. Oder ich sage einfach nichts. Ich glaube, ich sage einfach nichts. Nichts? Nein? Nein, geht nicht. Okay. Ach so, wenn Mensch, er warte, sage ich nichts. Du bist ja wie besessen. Ja, macht Sinn. Gleich fängt dein Kopf sich an zu drehen. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Oh, Marco trifft eine Entscheidung. Worum geht es diesmal? Er ist betrunken oder enttäuscht, toller Vater. Nachtragend, enttäuscht. Nachtragend. Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Amüsiert, typisch Dennis, oder genervt, er ist ein Idiot. Ach, amüsiert, ach, typisch Dennis. Das ist Dennis, wie er leibt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey, Dennis. Hey! Was? Nicht jetzt, Schwesterherz. Oha. Hey! Spinn hier nicht so rum! Mutti lässt sich erstmal ein Beruhigungsbad ein. Alter! Boah, wenn du so ein Kind hast, ey. Himmel!
Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Ein Schlüssel in der Hand. Oh, sperr sie nicht ein. Wo ist die kleine Fies, ey? Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Marco denkt nach. Das ist so witzig. Megan ist ein nerviges Kind, das andauernd nervige Dinge tut. Ah. Mom und Dad wissen das schon. Schon, aber Megan hat den Streit mit angehört. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Wo ist sie denn? Aggressiv? Sie nach ihr oder besorgt? Lass sie in Ruhe. Ach, lass sie in Ruhe. Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Was haben wir hier? Drücke zum Aufheben, bewege zum Untersuchen und drücke zum Weglegen. Streichhölzer. Achso. Erstmal heißes Wasser für einen Tee. Hi. Michelle, wie geht's? Er ist eingeschlafen. Drücke um den Herzschlag. Okay, okay. Okay, okay. Ach, die andere Taste jetzt? Oh, wie fies. Doch aufgewacht. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Sarkastisch? Warum bloß? Oder beruhigend? Tanja sieht nach ihr. Ja, beruhigend. Tanja Schon sieht okay. nach ihr. Tanja sieht gerade nach ihr. Hier könnten wir eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Danke. Zum Bewegen an einem bestimmten Ort, zum Stehen bleiben. Hä, ich dachte, es geht mit der Tastatur. Oh. Öffnen? Ach, die Tür öffnen. Nee, warte. Geht nicht. Merkwürdig, ich dachte, man läuft mit WASD. Das ist total strange. Ja, Larissa. Ich weiß ja gar nicht, was ich mir jetzt anschauen kann. Kann ich da reingehen? Verdammte Scheißuhr! Hier, nimm mal den Tee. Geht nicht. Hier kann ich was lesen. Aufheben, untersuchen, weglegen. Name: Megan Clark. Anwesenheit: Abwesend, zu spät. Oha.
Und die Noten? Wow. Ist richtig schlecht. Steht tiefer in der Scheiße als gedacht. Ja. Mir ist nicht ganz klar, warum man nicht WASD als Tastenkombi verwendet hat. Ist die auf? Warum sind wir denn alle eingesperrt hier? Verstehe ich nicht so ganz. Ach, da ist der Daddy. Ach, hä? Konnte ich... Ich bin jetzt einmal... Ist das möglich, dass ich einmal im Kreis gelaufen bin? Was hat denn dieses Haus... Kann ich die Treppe vielleicht hoch? Die Tür, die glitzert immer noch. Sag mir nur, dass sie gesperrt ist. Ach, okay. Hey, Tanja! Bist du hier? Wie geht's Megan? Weiß ich nicht, ich hab sie nicht gefunden. Seid gefälligst still. Ich versuch zu schlafen. Das hast du davon. Don Röschen erwacht. Vergiss ihn, finde Megan. Bin doch schon dabei. Tu mir einen Gefallen. Hör für ein paar Minuten auf, rumzuschreien. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Stille ist dein Ding oder klar, kein Problem? Ja, kein Problem. Klar, kein Problem. Bin ja, hier schon ruhig. Ja. Hier ist auch ohne dein Gelaber genug los. Ja, was was ist soll mit denn ihm? Der ganze Zirkus? Nur schnell nach Tanja und Megan sehen. Viel Glück dabei. Megan ist leicht schwierig. Ja, finde ich auch. Ach, so kann ich mich auch umschauen. Ah, okay. Ein Muss für alle, die sich im Jahr 1692 stattgefundenen Hexenprozesses von Salem interessieren. Ein Buch. Hexenprozesse. Die Hexenprozesse von Neuengland. $8. Aus dem Museum. Okay. Voll. Da ist er voll. Komm nur, geh da durch. Komm. Ja, komm. Ich muss mich echt an diese Steuerung gewöhnen. Anthony! Oha. Wir sollen doch still sein. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Ich hätte sie ausgesperrt. Anthony, jetzt ist die Tür doch offen. Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Das gehört mich ausgesperrt! Oh Gott! Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Oh, that's bad. Rein da! Tritt die Tür ein! Oh. Das ist... ungewöhnlich. Mist! Megan! Wo bist du? Andere Tür, komm, ja. Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Spreng. Ernst, oder? Megan! Upsi. Oh nein. Und er ist da oben. Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Spreng! Sie hat noch die besten Chancen. Oh nein, ey. Oh nein. Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Oh ja, sehr gut. Ich bin hier oben gefangen. Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Oh Mann, alle Türen sind zu. Hey, Dad!
Oh, der Vater ist eingeschlafen. Oha, auch gut. Ich krieg keine Luft. Oh, die Mutter. Die hat auch ein Fenster im Bad, oder? Schnell. Und die Kleine steht da voll beruhigt, oder was? Hilfe! Oh, es war's auch mit der Mutter. Jetzt wäre die Tür offen. Was ist mit den beiden oben? Warum hüpft sie nicht? Oh Gott. Nein! Megan helfen oder Tanja helfen? Komm, Tanja, weil es Marco ist. Oh Gott, wie übel. Aber ich musste mich ja entscheiden. Anthony, Hilfe! Was soll ich tun? Regenrohr oder das Fenster? Ich würde das Regenrohr nehmen. Oder? Ja, nimm's Regenrohr. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Jetzt muss Marco entscheiden. Aber ich würde nicht ins Haus rein. Ich glaube noch nicht heiß. Oh, es ist rutschig. Quicktime-Event, Marco. Okay, wir haben noch unseren Bruder. Na? Der hat noch die Streichhölzer in der Hand. Das schaut nicht gut aus, Junge. Was hast du getan? Ja. Mom! Ja. Es ist zu spät! Die Mutter will er retten. Oh, weia. Was ein Eingang. Hallo. Hallo. Und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, doch, oder? Doch, doch. Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Erinnert sich nicht an mich. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Beunruhigend, nicht? Etwas? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Okay. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte.
Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein Einziger. Wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von ihnen ab, von den Entscheidungen, die sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Beides. Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Ja. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Okay. Nur dir selbst allein sei treu. Okay. Doch... Ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Oh. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu. Klar, so hilft er. Es. Ja, der hilft schon. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Bilder. Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Lieber Man of Medan. Vielleicht oder nicht eintrifft. Oh, nutzen okay. Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen eine. Sie. Viel Spaß. Eine? Ich mag schöne Beerdigungen. Ich mag schöne Beerdigungen. Wen beerdigen wir denn jetzt genau? Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Tanja. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Perfektes Wetter. Ah, der Schulbus. Andrew, 18. College-Student, ängstlich und distanziert. Taylor, 22, College-Student, eigensinnig und sensibel. John, 43, Professor, rational, anmaßend. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Taylor, Ort des Busunfalls, 22.06 am 27. Mai. Anstatt nur herumzublödeln? Mitfühlend. Wie geht's ihm oder kurz angebunden? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Oha. Habe ich schon versucht oder wird gemacht? Ich weiß nicht, haben wir es schon versucht? Ja, mach doch. Habe ich schon versucht, aber klar. Okay. Okay, es verändert unsere Beziehungseinstellung. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir?
Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst? Halb so wild. Zumindest denke ich. Ich kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Uns fehlen doch noch. Ja, ach, da ist er. Daniel, 20. Student, liebenswürdig und rechtfertigend. Erstmals Handy suchen. Ganz wichtig. Hey, Taschenlampe. Oh, nicht schlecht. Und da hinten ist auch noch eine. Angela, 48. Erwachsener Student. Grob, aber verständnisvoll. Der Busfahrer? Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John. Daniel? Du lebst. Daniel? Taylor, alles gut? Da unten. Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Wie kam es wohl zu dem Unfall? Ja. Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich hätte so Angst, dass der Bus da noch runterrutscht. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Guter Plan. Na denn, bis gleich. Hey Taylor. Komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte. Ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ich auch. Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Ja, super. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Komm schon, ihr schafft das. Ach, hätte ich da drauf... Ach, was muss ich denn machen? Ach, da draufklicken. Also. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war... Ach, er hat das geträumt. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Warum vom Bus weggehen und ich bleibe hier? Ja, warum eigentlich vom Bus weggehen? Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein. Ja. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Wo ist der Busfahrer und jemand wird kommen? Mich würde es auch mal interessieren, wo der Busfahrer ist. Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Vielleicht holt er schon Hilfe. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Ach so. Ja, stimmt. Gehen wir. Oder ich weiß nicht, wo er ist. Ja gut, ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass er schon Hilfe holen gegangen ist. Ja gut, dann gehen wir. Okay. Hast recht. Gehen wir. Ich komme mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Boah, dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Er ist verantwortlich für seine Passagiere. Oha. Er kann nicht warte, da ist was. Abhauen. Ansehen. Nein. Da, schaust du an. Mist. Wie? Was? Was drücke ich zum Untersuchen? Ah, das da. Schau dir das doch an. Interessiert sie nicht? Girl, willst du das nicht? Willst du? Ist das ein Witz? Und jetzt? Das sieht aus wie aus einem kranken Horrorfilm. Ja. Da hast du wohl fast recht. Ich kenne sowas aus Büchern. Damit werden böse Geister abgewehrt. Himmel, das ist echt die Nacht der Albträume. Also die Steuerung ist katastrophal. Welcome to Little Hope. Oh.
Doch, willkommen zur aufgegebenen Hoffnung. Ach, okay. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Echt? Okay, ist mir egal. Wie komme ich hier weg oder warum? Ja, warum eigentlich? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Ich mache jetzt ein bisschen Unterricht hier im Wald. Woher weißt du das alles? Ja, weil er ein Professor ist. Oh, das ist mir egal. Ich frage ihn einfach, woher er es weiß. Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Ein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Ja, true. True. Okay. Ja, schon besser. Angela sollten bald hier sein. Ja, das ist eine abgesperrt. Kette am Tor. Was machen wir jetzt? Ja, drüber klettern. Das sind sie ja. Hallöchen. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Da war eine Werkzeugkiste gestanden. Eine ganze Werkzeugkiste, oder? Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Ach so. Na, was sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Hoppäm. Also, was jetzt? Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Little Hope. Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Oh. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Ungeduldig? Können wir jetzt los? Oder gelangweilt, bitte keine Geschichtsstunde? Ja, also ich finde auch jetzt, bitte keine Geschichtsstunde, hat vorhin schon angegeben. Okay, Herr Lehrer, erspar uns die Geschichtsstunde. Hier ist was Schlimmes passiert. Das macht sich besser. Zeit. Und du willst uns davon erzählen? Ich glaube, ich mag jetzt weder dich noch deinen Tonfall. Ich laufe mich gerade erst warm. Willst Mutti. Du noch mehr? Was ist los? Was kackt sie denn uns jetzt von der Seite an, please, hä? Ich spreche mit meinem Professor, wenn ich will. Merk dir selber, oder? Deine Tussi ist super anstrengend, Daniel. Überrascht? Er ist nicht mein Freund? Oder höhnisch? Darauf antworte ich nicht. Höhnisch. Darauf antworte ich nicht. Darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Ja. Das geht dich überhaupt nichts an. Da sagt er nichts mehr. Du nimmst dich echt viel zu wichtig. Weiß Gott warum. Verreck doch dran. Ich beobachte doch nur, was passiert. Das ist ja wohl kaum verboten. Aber es ist mega gruselig, also lass es. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen ja doch Zweifel. Ja, beim Bus bleiben wir auch nicht schlecht gewesen. Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Okay. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Ja, ich weiß nicht, der Bus, der liegt so auf der Straße, ist auch nicht schlecht zu sehen, gell? Da wird er irgendwer dann halten. Verlaufen? Nein! Wir sind zurück. Was ist hier los? Irgendjemand will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Unmöglich. Hey, ich weiß nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel! Hey, hey, Vorsicht! Pass auf! Lass den Scheiß und sag mir, was hier abgeht! Wir gehen jetzt zusammen. Langsam wird es echt lächerlich. Vergib mir. Vergib mir.
Der Nebel bringt die immer wieder zurück? Oder wie? Okay. Was? Ich bin doch weggelaufen! Spätestens jetzt würde ich mich nicht mehr vom Fleck bewegen. Aus. Wir sitzen fest! Ich verstehe das nicht! Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Mhm. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Und an den Händen okay, halten, bitte. Okay, ich komme. Tja. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ja. Na? Na? Glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt! Wir sitzen fest! Wir kommen hier nicht weg! Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Ja. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Ja, das jetzt hilft jetzt auch nichts. Little No Hope fest. Ich höre no nicht ja. recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Boah, wütend. Es ist deine Schuld oder zerknirscht, tut mir leid. Ich will jetzt nicht wütend sein, aber entschuldigen wird sie sich auch nicht. Ich entscheide mich mal, nichts zu sagen. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar war nicht klar denken. Warum nicht? Seid ihr bitte mal still? Er hat Kopfweh. So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Okay. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt. Also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ja. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Na, komm, komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Ja, bleibt auf alle Fälle bitte zusammen. Schau mal, wenn du so lost da rumsteht, ist es bestimmt Marco, oder? Bleib nah bei Daniel und folge John in Richtung Stadt. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Upsa. Oh, schwarze Katze von links nach rechts. Oh, oh. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es da Freibier. Genau, Regel Nummer 1, nicht von der Gruppe drin. Habt ihr das gesehen? Nein. Was war das? Na, es ist schon mal kein Grab. Hey, hier drüben! Chili, danke schön für deinen Follow. Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Angela hat uns durchschaut. Das merkt man. Müssen wir das jetzt ausdiskutieren? Haben wir heute nicht andere, größere Probleme als das? Das ist wichtig. Für mich jedenfalls. Ich sag's dir. Angela weiß von uns. Sie weiß es. Na und?
Das ist. Danke für dein Follow. Forschend, worüber habt ihr geredet? Oder Vorwurfsvoll? Hast du etwas ausgeplaudert? Nein, forschend, forschend. Worüber habt ihr geredet? Sie hat herumgeschnüffelt, so wie immer. Misstrauisch? Was hast du ihr gesagt? Oder schadenfroh? Lass sie denken, was sie will. Ich weiß nicht, warum sie das geheim halten wollen. Jetzt mal misstrauisch. Was genau hast du ihr vorhin erzählt? Ganz ruhig. Hab nichts verraten. Okay. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Ach so, sie will nicht, dass es bekannt wird. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Oh. Zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass mich überleben. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein. Jeez. Stehen wir hier nur rum oder gehen wir rein? Ja, sie haben doch alle auf die gewartet. Was ist ihr Problem? Aber da brennt Licht, ist doch schon mal gut. Er ist zu gut für die. Oh. Hi, Dude. Ich müsste mal telefonieren. Die ganze Gruppe reinkommt. Hallo. Wie geht's? Hi. Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Oh. Sehen wir uns mal um. Nach einem Telefon oder so, okay? Wir spielen Taylor und Marco ist... Sieh dir das an. Komm schon. Spielen wir? Oh, eine Runde Dart. Ernsthaft? Du willst Darts spielen? Ja. Sei doch nicht so. Wir müssen doch eh warten, bis Hilfe kommt. Begeistert? Wette, du triffst nicht in Schwarze. Du wirst eh verlieren. Oder unbehaglich, ich will keine Wette. Nein, komm, du wirst Deine eh verlieren. Deine Wette verlierst du gleich. Das sagst du jetzt noch. Okay. Fang doch etwas leichter an. Ziel auf... Jetzt pass auf. Die 20. Ja! Anfängerglück. Versuch Doppel 7. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Zumindest habe ich scharfe Augen. Guter Wurf. Ja. Den letzten jetzt aufs Bullseye. Okay, kein Problem. Kein Problem. Okay. Du kannst nicht nur reden, sondern auch werfen. Seltsam, oder? Mit den anderen hier festzuhängen. Was hältst du davon? Ja, es könnte schlimmer sein oder die anderen sind keine Hilfe. Ja, es könnte schlimmer sein. Ich weiß nicht recht. Ist kein toller Abend, das ist klar. Aber es könnte schlimmer sein. Ist auch keiner großartig verletzt. Keine Namen. Aber einigen hier würde ich gern mal einen Dämpfer verpassen. Was denkst du? Betrübt, sie halten mich für dumm oder nachtragend, Angela regt mich auf. Marco hat pausiert. Achso, sorry, ich habe gerade mal auf C gedrückt, weil mich das interessiert hat und in die Charaktereigenschaften. Ich wusste jetzt nicht, ob du dann auch pausiert. Achso, ja, dann ist bei mir Pause. Okay, dann kannst du jetzt weitergehen. Ich habe das Dartspielen hören im Hintergrund. Ach so, ach, ich dachte, du stehst mit mir da an der Dartscheibe. Nee, das Geile ist, du spielst deine Story und ich höre das, wie als wenn eine Gruppe hinter mir in der Wirtschaft steht und quasselt. Also wir hören das im Hintergrund auch und du müsstest meine Gespräche auch hören. Stimmt, ja, ich habe vorhin auch Gespräche gehört, aber das war mir nicht klar, dass das deine Gespräche sind. Ja, ich habe auch erst gedacht, fuck, ich habe noch irgendwo Biene irgendwie einen Stream offen und höre irgendwie eine Doppelung. Aber nein, das sind die Gespräche, die er führt. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mit eure Entscheidungen. Zum Beispiel hast du irgendwas ausgewählt, dass die Frau vorhin zu ihm gesagt hat, zeig mir, dass du mir vertrauen kannst oder irgendwie sowas. So, ja, das war also eine Konversation zwischen mir und dem Charakter dann. Ach krass, und du willst jetzt was nachgucken bei den Charakteren oder
War nicht wichtig. Aufgeleuchtet und dann hat mein Suchfinger einfach mal draufgeklickt. Aber ist nicht wichtig. Achso. Alles klar, dann machen wir weiter. Ja. Ich dachte, er spielt mit mir Dart, aber er ist John. Achso, da war ich jetzt verwirrt. Okay, sie halten mich für dumm oder sie regt mich auf? Na, sie regt mich auf. Angela regt mich auf. Muss sie ihre Nase in alles stecken? Ich weiß. Man sollte meinen, jemand wie sie hätte Besseres zu tun, als uns Ärger zu machen. Es macht ihr Spaß. Schön, dass du das auch siehst. Sehen wir nach, was los ist. Das stimmt, man hört die Konversation der anderen auch, wenn man nah genug dran steht. In seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Da waren jetzt meine Pfeile gar nicht. Ich habe sie rausgezogen, oder? Sie hat gut vorgelegt. Naturtalent. Ja. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Er ist doch jetzt. Marco spielt ihn, oder? Jetzt geht Marco Dart spielen und kriegt die Chance, mal das Zielen zu üben. Sprich mit Vince. Vince? Wer ist Vince? Okay. Ich schaue mich nur so lange um. Runde, dann überlegen was für ein Drecksloch. Hier erfahren wir nichts. Da hast du mal recht. Zeug, gesprochen, aber egal. Je eher wir hier rauskommen, desto besser. Okay. Etwas hast du ja drauf. Jetzt kann ich mit dem reden. Ich kann's noch. Jetzt. Marco spielt auch gut scheinbar. Ich kann auch einen Schluck gebrauchen. Ich sollte echt nicht so viel saufen. Nicht so viel trinken oder jeder hat mal einen schlechten Tag. Ach komm, jeder hat mal einen schlechten Tag. Wir alle übertreiben's ab und zu. Lassen wir. Und jetzt? Oha. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Entschuldigung. Gibt's hier ein Telefon? Es muss hier ein Telefon geben. Leitung ist tot. Was für ein Scheiß. Also gut, kommen wir wieder. Hier ist wohl alles tot. Frustriert. Das war's? Oder höflich, danke? Ja, schon frustriert. Das war's? Mehr haben Sie nicht? Das war Zeitverschwendung. Naja. Hätte ja sein können. Siehst du, die Person, die so verstrahlt rumläuft, die kann da nur Marco sein. Hier ist doch ein Telefon. Probier's aus, Girl. Ist echt tot, die Leitung. Leitung ist tot. Mist. Versuch was wert. Ich glaube... Durchsuche die Bar, hieß es. Hier liegt auch noch was. Oh, warte, hier gibt's mehreres. Ja. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Wow. Neue Runde der Zwangsvollstreckungen für die Stadt zu Ende. 70er Jahre. Im Rathaus und Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Graf Werndt Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen. Wir hören halt im Hintergrund Markus' Konversation, ey. Was? Praktisch Menschen leer zurück. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig, diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie rum her verschwand. Okay, also Little Hope ist menschenleer, nachdem die Fabrik geschlossen hat. Fühl mich wie gefangen. Ja, geht mir genauso, Mann. Ich glaube, ich hab ein Ding gefunden, oder? Es ist ein Geheimnis. Ach so, ich dachte, das ist jetzt ein Bild, was uns was erklärt. Ist das krass. Okay, ich was ist? Ich würde gerne von hier verschwinden, jetzt. Ja, ich auch, aber warte, da glitzert doch so viel, wir müssen es anschauen. LS, RT, das ist eine Dart-Ding halt, oder? Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie? Wen interessiert der historische Kram? Revenant Carson und Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Satanismus führen können. Zwei Leute am Gegner. Ist Dart gewesen, oder? Das ist runter. Okay. Er guckt sich jetzt auch die ganzen Sachen an.
Guck mal, wie geil, jetzt siehst du, wie er die Bilder hier anhebt. Und du liest. Richtig Akku drauf, der Marco im Hintergrund gehört, wie er auf den Tisch geschlagen hat. Ich sollte doch mit irgendwem reden. Mit ihm kann ich nicht reden. Und ein Bild hängt hier nicht, was ich anschauen könnte. Weil wenn ich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt rausgehe, dann beende ich seine Sequenz. Aber er ist auch soweit. Okay. Gehen wir weiter in die Stadt. Ja. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Kirchenglocken. Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Oh, na toll. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. War das Marco? Richtig gut getroffen, oder was? Black Cat Bar. Ach, deswegen die schwarze Katze. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Mhm. Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Grubenhausen? Der so, ich habe keinen Bock mehr auf noch mehr Touristen. Was meinst du? Wir sind Andrew und Marco ist Angela. Ja, immer die Person, die ebenso verstrahlt rumsteht wie wir. Warte mal, ich kann hier noch so viel entdecken. Ist das... Guck mal. Die gehen einfach alle weiter, aber hier ist noch so viel Kram. Oh, wir ziehen mit der Waffe auf etwas. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Also, es hieß ja, ist ein mögliches Ende. Oder eine mögliche Entscheidung. Da gucken. Little Hope. Ja, genau, hat eine Kirche. Karte, unsere historische Stadt von der Vogelperspektive. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oha, wir haben noch ein ganzes Stück bis rein. Okay. Passt, genug gesehen. Mir war wichtig, dass wir dieses eine... Ich komme ja schon. Geh nicht in diese dicke Suppe. Mir war wichtig, dass wir jetzt mal sowas finden, wie es halt weit... Also, so eine Vorschau. Bleib jetzt bin ich ganz alleine. So zurück. Ja. Schneller geht nicht. Darf eh nur 50 hier. Da strahlt Marco vorne rum. Angela? Andrew? Wo seid ihr? Wir sind hier! Ich sehe euch nicht! Ich kann da reingehen? Nee. Okay, will ich auch gar nicht. Schon okay. Komme! Andrew, komm mal rüber. Oh! Marco hat sich auch erschreckt. Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Vielleicht der Busfahrer? Du bist wohl doch nervös. Ja, genau, der Busfahrer. Wirklich? Vielleicht war es der Busfahrer. Ich habe da ein Kind gesehen. Ein Kind? Sie sind jetzt weg oder ein Kind? Hier? Was hätte ein Kind mitten in der Nacht hier draußen verloren? Weiß auch nicht. Ich schwör's dir heute Ahnung. Gleich. Vielleicht solltest du es fragen. ich sehe niemanden oder sie sind jetzt weg. Wenn jemand da draußen war,
ist er jetzt weg. Ich sehe nur Bäume. Ich hab's doch auch gesehen. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was war denn das, please? Was zur Hölle? Oh oh, oh oh. Was war das? Himmel, was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, das reicht. Geht Wir weg haben da. Angst. Ja. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. Oh. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Ich Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Geh da weg. Bleib nah bei Angela, finde die anderen. Wieso bin ich der starke Mann? Komm. Komm, Marco, wir gehen. Wo sind die anderen? Will er da etwa reinschauen? Das ist die falsche Richtung, oder? Sicher? Ja, das, da kamen wir her. Wir sind, vorhin haben wir den Zaun links zur Schulter gehabt. Und jetzt haben wir ihn auf einmal rechts zur Schulter. Ah, alles klar. Gut, dass du sagst. Ich schwöre, ich wäre jetzt ewig in die falsche Richtung gelaufen. Aber gut, dass du es gesagt hast. Ja, ich habe mir gedacht, du hast noch irgendwas Besonderes gesehen, deswegen bin ich dir hinterhergelaufen. Wie läufst du eigentlich so schnell? Mit Shift. Hey, wartet auf uns! Was war das? Vor allem, da singt halt Wehrmann. Hey. Schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Eine Puppe. Eine Voodoo-Puppe. Oh, schick. Megan. Was ist das? Oh! Wie heißt ihr, mein Herr? Geh den Scheiß ab! Wer bist du? Wer bist du? Wie heißt ihr, gnädige Frau? Sagt er den Namen? Angela. Ja? Mein Name ist Mary. Mary? Ich habe sie selbst gebastelt. Nett. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Du, nee. Spielt mit. Kann grad nicht. Komm, spielt mit Welch mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Sie sehen uns? Ich bin verwirrt. Amy, komm hierher! Hier seid ihr. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Erstaunt. Hast du das nicht gesehen? Oder verängstigt? Was stimmt hier nicht? Ja, ich würde... Hast du das nicht gesehen? Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Komm schon, Marco. Sag's ihnen. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ja. Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier?
Wow, okay. Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, ja, Mary. Das, wo sie uns angefasst hat. Wollte sie euch wehtun? Taktvoll, sie wollte nichts Böses oder ängstlich, sie könnte böse sein. Ja, aber eigentlich, sie wollte nichts Böses. Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Oha, oh. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Das war kursrelevant. Oh, Kapitel 1. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. In Maßen ist ja alles gesund, aber... Oh, wie dumm diese Sterblichen nur sind. Das Glas ist leer. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Ja. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Finden Sie den Busfahrer. Okay. Die letzten Stunden waren verwirrend, aber alles wird gut. Verwirrend, sagt er. Verwirrend ist gar kein Ausdruck für diesen Albtraum. Ja, stimmt. Was ist da passiert? Weiß nicht, aber es muss was Schreckliches gewesen sein. Wir sollten besser aufpassen. Schau mal jetzt. Achso, das war das, wo wir gerade stehen geblieben sind, bei dem Kreis. Okay. Da vorne ist, strahlt Marco in der Gegend rum. Es ist so witzig, wenn man sieht, wer der Mitspieler ist. Er geht auch in den Wald rein und guckt sich um. Er hat was gefunden. Ich schaue es mir auch mal an. Zeig mal. Ohne wichtige Karte. Ich kann sie jetzt nicht hinnehmen. Er hat ein Bild gefunden, Menschenopfer. Leg's hin, ich will's auch anfassen. Ach süß, jetzt gibt er's mir. Ist es süß gemacht. Der eine Spieler gibt's dem anderen Spieler dann. Das ist der Busfahrer. Das war der Busfahrer.
Ich glaube, ich habe gerade was gehört, was ich nicht so cool fand. Können wir da reingehen? Nee. Komm, geh. Die beiden bleiben da hinten zurück. Upsi. Siehst du das? Ein Hirsch. Ein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Ui, ein Picknick. Ort. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Meint er das, oder? Ja? Okay. Ist noch Essen von den Picknickern. Wer schreibt sowas? Geisterstätte im Nordosten. Little Hope zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufe. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte einst, ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei einer Stadt, Little Hope, ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sie um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühlen zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule oder sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Ja, und Marco spricht wieder mal mit jemandem. Danke, Michelle, bis bald. Ruhig bleiben, positiv denken. Panik hilft uns nicht weiter. Und ich persönlich habe nicht die Absicht, hier draußen länger unterwegs zu sein als unbedingt nötig. Ganz deiner Meinung. Danke für dein Interesse. So, und jetzt quatsche ich mit ihm. Oder? Auch nicht? Gollum! Ich will nicht hier sein. Ich will nicht hier sein. Eklig. Brudi muss los. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Edmonton. Ein Drama, aufgeführt in historischer Kleidung der Schule von Little Hope. Achso, vielleicht hatte die Kleine auch nur die historische Kleidung an. Geschichtsvereinstreffen. Das erklärt wohl das mit den altmodischen Klamotten. Ja. Meinst du wirklich? Echt? Ein Geschichtsverein? Ich weiß ja nicht. Boah, es wird immer dunkler. Geh nicht so weit weg. Da ist die Kleine wieder. Was ist da? Ein Traktor. Okay. Hey, da hinten ist etwas. Da ist was Beleuchtetes. Gleich, Alice. Und hier ist wieder ein Weg. Okay. Hey! Da vorne ist was. Ups, Entschuldigung. Middle School. Wo lang? Beeilen wir uns. Wo lang beeilen wir uns? Wie recht du hast. Es war keine Antwort. Hier. Schaut mal! Das Mädchen. Halt! Halt! Stopp! Stopp! Wisst ihr was?
Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich... Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh nein, ich muss entscheiden. Selbstsicher, ich regle das. Oder nervös, sie soll zurückgehen. Oh nein, ich regle das. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Komm, wir schaffen das. Oh Gott, hoffentlich habe ich ihn nicht umgebracht jetzt. Oh Gott, Marco hat die Chance, mich zurückzuhalten, glaube ich. Sei bitte vorsichtig. Gib mir nur einen guten Ratschlag. Hey, Professor! Oh nein! Verdammt. Nein! Konfrontiere das Mädchen! Okay. Oh Gott. Oh nein! Hey! Ist da wer? Hey! Hallo? Hey! Was zum... Sag mir, was wollt ihr von mir? Wer sind Sie? Wer zur Hölle sind Sie? Weiche Satan, ich bin reinen Herzens. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Erstaunt Angela? Oder ist das ein Zaubertrick? Nee, erstaunt. Angela. Angela? Willst du mich verarschen? Seht mich nicht so an! Ihr versündigt euch gegen Gott! Warte! Wer sitzt das? Ach, die anderen wieder. Alles gut? Weiß ich nicht. Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich hab Angela gesehen. Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer, ich kenne dich, ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Ja, jetzt du machst mir Angst. Jetzt verdächtigen wir sie irgendwie. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwohin, außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf, ich gehe woanders lang. Okay. Nein, nein, trennen wir uns auf gar keinen Fall. Niemals trennen. Niemals Schaut trennen. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie, nie, nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Marco trifft eine Entscheidung. Geh nicht weg von uns. Bleib bei uns. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Nein. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Ja, und sie teilt sich trotzdem auf. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Beide Spieler so wahrscheinlich. Nein, wir trennen uns nicht. Und dann die, die künstliche Intelligenz so. Wir tun es trotzdem. Okay. Daniel? Ach, und Marco ist mit der anderen Gruppe unterwegs. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Da stand schon wieder deine... Ah! Na toll, wir sind gleich bei der Schule, oder? Das ist ein Schulbus. Was war das? War bestimmt gar nichts.
Ich hab's auch schon gesehen, das ist gar nichts. No trespassing. Ach oh Gott, ich gehe da dann durch, klettern. Nee, warte, lass erstmal dahinter gucken. Warte, da war auch was. Oh, zu verkaufen. Hätte jemand Interesse? Das ist ganz nett hier. Wunder. Ist noch ganz, ist nicht viel los hier. Kinderfreundlich. Aber da hat doch was geglitzert. Aber da hat doch was geglitzert. Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, wieder mal zurück. Okay. Na dann. Hoch mit uns. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ja, ich finde es auch nicht cool. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab dann wieder zurück. Falsch entschieden. Ja, hast du. Frustriert, ich hätte zuhören sollen oder beruhigen, ganz ruhig. Nein. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Dann wären wir noch zusammen. Du bist schuld. Wir finden einen Weg. Lass uns zu den anderen zurückgehen. Dann kann ich ihr jetzt folgen, okay. Okay, es glitzert links und rechts. Schau mal, da steht doch die da! Was zur Hölle? Hey du, warte! Okay, es ist wieder eine Little Hope-Karte. Und das hat auch geglitzert. Okay, die Little Hope Bridge. Die Brücke von Little Hope. Und zum Spielplatz rennt die. Na, ganz toll. Links ist ein Haus. Oh nein, sie geht zum Spielplatz. Nein, Mann. Na. Warum sollten wir jetzt am Spielplatz rumgammeln? Ich sehe es nicht ein. Da liegt was. Sie hat uns ein Bild gemalt. Wie ein Typ auf Knien vor ihr kniet. Okay. Ein Pfarrer? Vielleicht? Da drüben! Die versteckt sich vor uns. Lass sie doch. Geh einfach weg. Hey. Geht's dir gut? Selbstbewusst? Komm raus? Oder besorgt? Wer bist du? Wie war besorgt? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Mhm. Ich weiß es nicht. Wow, nicht mach da das rein. Lieber nicht. Gerade nicht passiert. Steh jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte. Nein, lass jetzt mich los. Haben wir sie verpfiffen. Ich sieht er uns los, nicht? Wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Er sieht uns nicht. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Verblüfft, was ist das? Oder empört, lass sie los. Wir schreien jetzt mal, oder? Loslassen, sofort! Doch, er sieht uns? Nee? Er spürt uns aber ein bisschen. Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind.
Okay. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Ja. Gehen wir. Nicht da lang? Doch, komm, Girl. Das Mädchen ist mir sehr ungeheuer. Oh, da liegt noch mal ein Zettelchen. Zettelchen! Oh. Au! Oho, oh! Angela, das sieht nicht gut aus. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Schön, dass du da bist. Nee. Nein, nein. Okay, ich glaube... Boah, ich habe immer so Angst, das zu verpassen, aber ich will nicht immer so tief in den Wald reinlaufen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Vielleicht. Ich helfe dir. Oh Gott, ja. Es war ja nicht sie, es war Angela, die wir gesehen haben. Was muss ich... D. Ohoho. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Mm-mm. Wir sind ja noch gar nicht drin in der Stadt, oder? Muss irgendwo hinführen. Ein Weg aus Little Hope heraus und bleibt zusammen. Nicht mal ein echter Weg. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Finde einen Weg durch den Laden. Stopp die Raventon-Fabrikschließung. Ja gut, wir wissen ja, dass die meisten Leute in der Fabrik oder wegen der Fabrik dort gelebt haben und in der Fabrik gearbeitet haben, als sie geschlossen wurde. Natürlich blöd. Deswegen sind sie jetzt alle nicht mehr da. Ach so, wir können... Es gibt da wohl Wege hoch. Entweder hier auf den... Hier auf den Müllcontainer oder diese Treppe. Weil offen wird es nicht sein, schätze ich mal. Ja. Lass uns woanders lang. Ja, hab schon gesehen, dass es Wege rein gibt. Aber hier hat auch noch was geglitzert. Hier drüben, schau mal. Hoffnung für Little Hope. Die Carvers wollen die Fabrik schließen und das Grundstück würde zur Folge haben, dass die Gemeinschaft zugrunde richten. Die Gewerkschaft hat ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition, um die Familie Carver zu überzeugen, das Angebot der Gewerkschaft anzunehmen und ihre Entscheidung zu überdenken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei den Mitarbeitern des Postamts oder im Rathaus. Okay, die haben es versucht, mit der Petition noch aufzuhalten. Okay, dann gehen wir jetzt da hinten hin. Also entweder durchs Fenster oder durch die Treppen hoch, oder? Sehe ich das richtig? Ich nehme jetzt mal das hier. Was machst du da? Schieben. Hilf mir mal schieben. Ich glaube, er will durchs Fenster. Es geht also nicht anders. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Wenn's Fenster oder Treppe. Muss. Ah. Die Taste. Hoch mit dir. Hoch. Oder nicht? Okay, gehen wir so hoch. Halt mal. Ich versuch's zu öffnen. Ziel. Sehr gut. Jetzt rein da. Füße zuerst. Oder sie. Jetzt?
Du willst da rein? Geh zuerst rein oder fällt dir was Besseres ein? Ja, weißt du was Besseres? Ja, geh nicht in das alte, dunkle, gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Verstehe ich halt auch, gell? Ich beeil mich. Oder sei kein Baby. Nein, ich beeil mich. Ich beeil mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Mhm. Okay, mach ich. Aha. Brauch dein okay. Handy. Wofür? Für Licht, Mann. Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Da. Ich seh dir draußen eine Lampe. Ah. Bin drin. Super. Alles gut? Glaub schon. Jetzt mach schon. Öffne die Tür. Taylor, die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg. Na toll. Was ist das? Strom? Hat nichts zu tun. Okay. Ah! Taschenlampe. Oh, nein! Oh nein, oh nein, ich hätte warten müssen mit dem Drücken. Ah! Ups. So, geht ja schon gut los. Hallo? Besser. Ich will es nicht wissen. Ratten? Die können doch keine Regale umschmeißen. Komm nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Oh, was mich schreckt. Du hast mich erschreckt. Sorry, das war keine Absicht. Wie ist es da drin? Rattig? Hier sind Ratten. Dieser Ort ist Horror pur. Ach, hier sind Ratten. Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Die sehen satt aus. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geh klar. Okay. Ich bin ja so gern allein unterwegs. Ich hasse es, wenn die Sicht mir abgenommen wird. Moment, bin gleich da. Ganz ruhig. Du musst nur einmal durchs Labyrinth. Okay. Komm, mit Schmackes, tritt sie ein. Oh ja. Angela? Was? Angela? Die Tür ist versperrt. Das ängstigt dich. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung welcher Art? Es der heißt, Hexerei. Ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Die Kleine hat sie beschuldigt. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Hat dich die Kleine da dem Pfarrer das erzählt? Stellen oder weggehen? Stellen oder weggehen? Ich weiß ja auch nicht. Stellen? Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Zögerlich. Gerüchte oder verwirrt? Ich kenne sie nicht. Ja, eigentlich kennen wir sie ja nicht. Ich kenne sie nicht. John? John? Öffnet die Tür, Joseph. John? Sofort. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Claire, Biene stirbt als Erster. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches.
Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Ja, das Kind, gell? Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Okay. Währenddessen steht unsere Freundin draußen und denkt sich, jetzt mach halt auf. Wo zur Hölle warst du? Ja. Ich hab mal kurz mit einer Geisterfrau gequatscht. Er sagt einfach nichts. Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Ja. Zögerlich, ich habe John und Angela gesehen. Oder nachdenklich, sie konnten mich sehen und hören. Nachdenklich, sie weiß ja von diesen Visionen jetzt. Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Besorgt, eine Frau wurde verhaftet oder ernst? Ich habe wieder den Pastor gesehen. Ich erzähle von der Verhaftung. Diese Frau wurde weggebracht. Verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Ja. Darum wurde die Frau verhaftet. Ja. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh ja, wahrscheinlich. Blöd für wir Amy. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Yay. Hol die andere Gruppe ein. Okay. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Kommst du mit, oder? Weißt du, wo wir lang müssen? Oder in die Richtung? Eher richtig? Okay. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das... Ich glaube, es war falsch. Wenn ich jetzt halt nur wüsste, welche Richtung ich laufen muss. Folgt sie mir einfach. Ja, okay, sie geht voraus. Oder auch nicht. Ich soll die andere Gruppe einholen. Okay. Hey, was ist das? Das müsste die einzige Polizeiwache sein. Da ist wer drin. Der Professor wollte in die Stadt. Vielleicht ist er da drin. Lebhaft, sehen wir es uns an. Oder ermutigen, zu den anderen gehen? Ja, zu den anderen gehen? Wenn wir die anderen suchen, müssen wir in die Stadt. Hä? Nee? Einverstanden? Ja, ist schon klar. Ist besser, wir bleiben zusammen. Ach so. Ist vielleicht der einzige Ausweg. Komm, gehen wir. Ach so, ich hätte jetzt da reingeguckt in die Polizeistation. Oh. Oder halt auch nicht. Upsi. Professor! Wo bist du? Hey, Taylor! Öffnet keiner. Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt. Ja, in Mann. 3, 2, 1. Taylor.
Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Besorgt, dein Double wurde angeklagt oder nachtragen, wir sitzen alle im selben Boot. Ich erkläre, dass das Double angeklagt wird. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Oh. Und verurteilt. Oh. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Okay. Wo geht's hin? Ich bin irgendwie mit ihr verbunden. Ja. Wenn sie stirbt, was passiert dann mit mir? Oh, die Frau ist nicht du. Oder ich habe keine Antwort. Ich glaube, ich versuche sie zu beruhigen. Ich hätte auch Angst an ihrer Stelle. Ich habe keine verdammte Ahnung, was hier abgeht. Aber ich weiß, diese Frau die Arme. Ist nicht du. Aber gut geht's ihr damit auch nicht. Okay, John, Hauptstraße, 042. Führe die Studenten in die Stadt und bleib zusammen. Der Nebel wird schlimmer. Oh, ein ganzes Haus. Ich will nur mal kurz gucken. Ich kann da nicht hoch. Geh beiseite. Ich will's auch sehen, ich will's auch sehen. Tilly Johnson. Okay. Ach so, da unten ist der Kopf. Ach so. Moment. Da. Taylor, das musst du sehen. Mutwillig bestätigte Statue. Das ist doch ein Witz. Was ist das da? Hattest du je Familie hier? In diesem Loch? Niemals. Warum sieht das verdammte Scheißding aus wie ich? Ja, du hattest auch deine Doppelgängerin hier. Hallöchen. Okay, da sind wir wieder. An der Brücke, oder? Ist das die gleiche? Oder ist das eine andere? Kommt ihr bitte alle? Kommt ihr bitte? Ich bin schließlich der Lehrer. So. Vielleicht, wer weiß. Oh, Vorsicht, hier Löcher. Beeil dich bitte. Oh, Quicktime-Events incoming. Quicktime-Events incoming. Ich sehe gar nichts. Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Konzentrier dich besser jetzt. Wieso? Was mache ich dann? Quicktime-Events, oder? Komm jetzt. So weit bin ich noch nicht. Weiß nicht. Okay, okay. Okay. Wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Ich gehe voran.
Oder gehen wir alle Optionen durch? Also ich habe keinen Bock mehr, ständig der Depp zu sein. Vielleicht sollten wir erstmal alle unsere Optionen durchgehen. Klar. Dachte ich mir. Komm schon. Ja, komm, alle wollen, dass er zuerst geht. Marco muss entscheiden. Komm schon, wer geht zuerst, du oder ich? Ich gehe zuerst. Oh, Marco ist mutig. Okay, oha. Na toll, und die zwei sind wieder alleine. Und der Nebel kommt. Oh no. Das ist nicht gut. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Ja, schon klar. Hast du das verkackt? Nein. Er muss aufpassen. Ach, das ist sie. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Aber Marco muss entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Ihr könnt mich hören. Ihr müsst mir helfen. Wie denn? Ja, das sieht natürlich jetzt nicht gut aus für sie. Das sieht natürlich jetzt noch schuldiger aus. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Mit ihr zu sprechen macht es nicht besser. Ihr müsst sie festbinden. Oh nein. Ihr könnt das nicht tun! Isaac! Ich bin unschuldig! Vollstreckt das Urteil! Helft mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt! Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen! Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen! Wir werden von innen vergiftet! Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten! Das ist kein Rätsel! Der Teufel kennt viele Formen! Ihr wisst das sehr wohl! In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt! Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers! Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden! Das böse Reverend! Es ist unter uns! Isaac! Ja, die Kleine hat einfach mal an. Einfach was behauptet, gell? Oh, hart. Was habt ihr gesehen? Sag schon. Oh je, sagst du es ihr? Sagst du es ihr? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dein Double ist ertrunken oder gib uns einen Moment. Oh nein, aber ich sag's ihr besser, dann kann sie sich vom Wasser fernhalten, oder? Ich sag's ihr. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Da ist sie nämlich schon. Wir haben sie doch vorhin schon gesehen, wie sie aus dem Wasser kam. Oh, ich weiß nicht, ob man es wissen wollen würde in der Situation. Oh toll, die stehen ja auch super jetzt. Aha. Hätte ich sie besser nicht gesagt? Ich weiß auch nicht. Die Arme.
Okay, ich gehe zuerst. Oh Gott, ich bin... Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Let's see. Was zur Hölle ist das? Ist das... Was ist das da? Weg von da! Na. Lauf! Hart, verdammt! Shit! Lass mich nicht zurück! Oh, das haben wir in der Vorschau, das haben wir gesehen. Scheiße. Das haben wir gesehen. Hilf mir doch mal! Oh nein! Halt dich gut fest! Oh nein, wir müssen sie retten. Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! Ja, er geht zu ihr. Greif meine Hand! Spring und greif meine Hand! Ja, genau. Mach das. Okay, ich vertraue dir, ja? Okay, ich vertraue dir. Was tust du? Oh Gott, Quicktime Event war das bestimmt bei ihm. Na ja! Schnell! Und er? Was ist mit dem Professor? Hat er schon geschafft? Wirklich sehr knapp für Angela. Ja. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Oh. Das hätte anders sein können. Ja, das glaube ich, dass wir Angela hätten verlieren können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Oh, Marco hätte eine Waffe finden können? In der Polizeistation? Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oh, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen? Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Mhm. Ja. Bereit? Ja. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Okay. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Geiles Game.
Nice. Es ist bestimmt auch geil, wenn man beides sehen kann. Okay. Halt! Halt! Der alte Mann kann doch nicht so schnell. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Angela. Uns alle. Spielen wir. Aber wenigstens sind wir entkommen. Taktvoll. Es geht uns allen gut. Oder gereizt, soll ich dankbar sein? Ja, taktvoll, please. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. True. Vielleicht verfolgt es uns schon. True. Mark entscheidet. Es trug Ketten. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Genau. Das ist kein Zufall. Kein Zufall sein. Ja. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Ja, die standen auf der Brücke. Wir sind am Friedhof. Verschwinden wir hier. Okay, verlass den Friedhof. Achso, ich bin sie. Das ist sehr verwirrend. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich will das lesen. Ich weiß nicht, wo es richtig ist, deswegen gehe ich einfach dahin, wo es glitzert. Hier liegen Thomas Wyman, Governor und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli und seine Frau Mary, von uns gegangen. Achso, er ist dann auch schon tot. Das ist so blöd. Okay, aber ich will jetzt mal nicht durchs Tor. Oh Gott, hier gibt es so viele Wege. Warum ausgerechnet hier? Warum? Los, weg hier. Dann schaue ich jetzt nochmal dahinter. Okay, nee, hier scheint... Oder? Habe ich das schon? Das ist dasselbe, oder? Nee? Hier liegt Abraham Alistair, verstorben. Okay, Abraham Alistair, da weiß ich nicht, wer das war, wenn ich ehrlich bin. Da, Exit. Hä, ich habe mich irgendwie verlaufen. Aber ich gehe jetzt da zu dem Tor. So. Ist Marco schon so weit? Der liest noch, oder? Da hinten. Da hinten gurkt Marco noch rum. Mal schauen, ob ich schon verlassen drücken kann. Hey, wo bleibst du? Achso, jetzt hat sie ihn gerufen. Wo bleibst du? Oh, der Bruder. Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Sehen die den schon? Oh, das ist der Bruder mit dem Zaun. Oh, oh, jetzt aber diesmal mit S. S, S, okay. Nein! Scheiße! Alles gut? Nee, es ist der Typ nur mit dem Fahrrad. Oh mein Gott. Oh, ich hab verkackt. Spinner.
Ich will einfach meine Ruhe. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Die letzten Worte der Frau gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert, muss man das Mädchen stoppen. Ging es darum, weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Hätte ich gesagt, ja. Na los, gehen wir. Naja, sie wollte halt, dass das Kind aufhört, Leute zu beschuldigen, oder? Damit nicht noch mehr verklagt werden. Ich sehe mich drinnen um. Okay. Ja, das ist, die sind halt noch da, gell? Das darf man nicht vergessen. Boah, und der Brudergeist mit den Spießen im Körper haben wir jetzt auch an der Hacke. Daniel im Wald. Wie geht's? Geht's dir gut? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Verwirrt, eine Ausnahme oder selbstbewusst, bleib nah bei mir. Bleib nah bei mir. Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? Es war so klar, dass er das nimmt. Wenn es um versaute Antwort ging. Widerwillig, nicht so nah oder intim, etwas näher. Oh, komm, okay. Bisschen näher. Noch näher. Schade. Fast hat's geklappt. Was war das? Nichts, vermutlich. Doch, da war was. Fast hätt's einen Ingame-Kuss gegeben. Oder Hexenpfad. Sehr beruhigend. Historischer Pfad von Little Hope. Hexenpfad. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Soll ich mir schon wieder die Karte geben? Ja gut, von mir aus. Touristenhochburg. Jetzt sind wir hier. Ja, ich weiß doch eh nicht, wo ich hingehen soll. Der Nebel entscheidet ja, wo es lang geht. Komm. Schnucki, nah beieinander. Ich bräuchte so eine Taste, wo ich sie rufen kann. Jetzt wüsste ich, dass ich der Mann bin. Hey, Marco, das Mädchen. Hier drüben. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Nein. Bestimmt. Habt ihr nicht. Oh oh. Oh shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Marco trifft immer die Entscheidung, wer zuerst geht. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Ah, er ist so mutig. Wenn die Brücke dann noch steht. Okay. Okay. Dann geh jetzt auch. Okay, es ist gar nichts passiert. Was ist das? Oh nein. Ich will nicht alleine. Ich will nicht alleine. Komm mit. Okay. Hier glitzert was.
Siehst du das? Oh, ein Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Okay. Verschwinden wir. Ja. Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary? Der Quell des Bösen ist hier. Zweifelnd, das Mädchen ist böse oder beunruhigt. Was ist los? Was ist los? Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Da, wo wir stehen gerade. Und all das wegen ihr. Mary. Ja, okay. Der ist natürlich wütend. Verstehe ich auch. Komm, Marco, was sagst du? Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Ah, ihre Voodoo-Puppe. Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha! Ja, sie hat sich erkannt. Beide voll verstört. Und die anderen beiden. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Ja, aber okay. da ist auch also alles verlassen. Wir hier wohl wirklich in der Falle. Ja, wir haben mal besser beim Bus geblieben. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Ja, stimmt, wo sage ich den Busfahrer? Wo ist der bloß? Ah. Warum bist du immer noch hier? Angela hat langsam die Schnauze voll. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Und? Folgen wir ihr? Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Da sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Na toll. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Wie sie da jetzt den kurzen Weg gejoggt sind und schon voll aus der Puste. Hey, warte auf uns! Nein! Oh, der Rabe. Kusch! Kusch! Oh, geh runter vom Gulli! Geh runter vom Gulli! Leute! Ah, schnell! Geh! Ich seh's schon! Angela! No. Tritt dir selbst ins Gesicht, Mann. Sehr gut. Hilfe! Ich hab dich. John! Hilf mir, oh Gott! Nein! Oh nein, Marco! Ah!
bist du? Sag hat Marco ein Quicktime-Event verpasst? Angela! Hey, bist du da? Dieses Biest könnte da unten sein. Hilf mir da runter. Das Biest ist da unten. Ah! Ernsthaft? Du bist zu feige, sie zu retten? Wir können ihr nicht helfen. Okay, ja. Scheiß drauf. Hilf mir da runter. Oh Gott, vielleicht habe ich ihn jetzt umgebracht. Bist du noch hier? Bist du noch hier? Ich bin's. Angela? Wo bist du? Ist sie da? Mhm. Hier ist nur ihre Brille. Mehr nicht. Kacke. Kacke. Oh Gott, hey. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Ja, mit Gewalt. Ein Stuhl davor. Hattest du ein Quicktime-Event vermasselt? Also ich bilde mir ein, nein. Ich auch nicht. Dann war die Story wahrscheinlich vorgeschrieben. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt so vieles nicht. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil wir es schon abgeschrieben haben. Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Na toll. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Ja, außer Angela, oder was? Falls sie noch leben. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Okay, ist ja gar nicht creepy hier. Boah, da hängt sogar eine. Eine Puppe. Oh, und mehrere. Angela. Amy Lambert. Es fühlte sich so echt an, als wären wir da. Die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemand sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver lief dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Okay, ja. Also die Kleine hat schon schwerwiegende Beweise oder schwerwiegende Anschuldigungen. Gott, ist das creepy. Guck hey, mal. Schau mal hier. Das ist die Puppe von der Kleinen. Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Okay. Meinst du, sie hat uns hergeführt?
Damit wir das hier sehen? Boah, keine Ahnung. Neugierig? Lass uns das mal genauer anschauen oder in Ruhe lassen? Ich weiß nicht. In Ruhe lassen? Belassen wir es dabei. Glaub. Oh, Ende der Diskussion. Ich schaue es auch nochmal an. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich dem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Okay. Ich schaue mir das an. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Schauriges Déjà-vu. Toll, Fenster. Oh, Katze. Warum ist es abgedeckt als Bild, wenn da nur die Katze, also wenn da nur ein Fenster dahinter ist? Was hat das, gibt's da? Ich muss mal ganz kurz der Katze die Tür aufmachen. Okay. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet da. Da war der Ketchup-Skick. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Vielleicht hätte ich mir doch die Puppe genauer ich anschauen sollen. Ich weiß nicht recht. Gute Nacht, Nick. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Ich finde einen Weg zu den anderen und bleib zusammen. Oh, ich musste mich gar nicht bewegen. Was war das? Vorgegangen. Weiß nicht. Nicht. Leute? Ach, das ist Angela. Hallo? Angela aus dem Gully. Ist da wer? Ist nur die Frage, die echte Wir Angela? Wir sollten weitergehen. Oder die Geister-Angela aus dem Gully. Jetzt sind sie beide unten. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Marco will auch nochmal reinschauen, oder? Sie suchen nach uns? Ja, was hilft Vielleicht. Uns? Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist naja. Garstig, aber... Jetzt auch ein gerade guter in Mensch. Ja. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie Warum? Hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ist eine ja. gute. Gute, Angela. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Hauptberuflich. Finde einen Weg ins Gebäude. So, ganz, ganz kurz schauen, ob die Fenster zu sind. Daniel, sieh mal. Er ist schneller. Geht's da rein? Sieh doch mal. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Einen Zehner. Na gut. Schade. Locker. Stimmt. Ja. Das krieg ich doch aufgehebelt. Warum gehen sie denn in alles rein, wenn sie nirgendwo Strom oder Telefone finden? Also, weiß gar nicht, wonach sie mehr suchen. So, und jetzt, du oder ich? Bringen wir es hinter uns. Schlaf gut, Unicorn. Brauchst du eine neue Unterhose? Lustig. Komm schon, mir nach! Oh.
Okay, die anderen müssten ja auch in der Nähe sein. Tür ist offen. Die sehen so echt aus. Ja. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Vielleicht können die beiden jetzt diese Puppe nochmal anschauen. Wohin willst du? Ja. Sicher, dass das klug ist? Nein. Oder sind nur die anderen? Ja. Oh nein. Untersuchen. Wir sehen, dass sie sich hinter einem Stein verstecken kann. Okay. Wir haben sie doch gerade gehört, dass ihr irgendwie... Hat sich gar nicht gut angehört. Es hört sich mit dem Pfarrer an. Ist sie mit dem Pfarrer dort drin eingesperrt? Was ist los? Mit Gewalt. Komm schon. Ich glaube, sie hat eine Vision mit dem Pfarrer. Was war das? Die Stimmen. Erzähl. Vorwurfsvoll, du bist weggegangen. Oder jämmerlich, ich wollte bei dir bleiben. Ich wollte bei dir bleiben. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Ein Messer. Das nee. Messer hätte ich gern. Ja, ich auch. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Ja, natürlich nimmt das ich mit. Ich werde es mitnehmen. Das war so klar. Kannst du damit umgehen? Ich hätte es auch dir geben können. Ich glaube, ich kann auf mich aufpassen. Die beide um das Messer streiten. Ich will das Messer haben. Nein, ich will das Messer haben. Habe ich gar keine Taschenlampe mehr oder was ist da los? Doch. Eine Bibel. Okay. Okay, was ist das? Pfändungsbescheid. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im... Ordnen wir hiermit an, dass ihr im wesentlichen Fluss und dem grünen Hügel alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh werden beschlagnahmt als Tilgung für den alten Vertrag, deckt alle Kosten zwischen den Familien. Ist es gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu nehmen? Okay, also irgendwas, also es wurde alles gepfändet.
Okay. Ach so, hier waren wir jetzt schon. Na dann, raus hier. Oh, ist nicht. Girl, wir kommen hier nicht raus. Look at him. Zu dem kann er gar nichts sagen. Oh, die hängenden Puppen, Mann. Alter! Okay, klar ist er jetzt runtergefallen, Mann. Achso, das haben wir schon gesehen. Dass es Amy ist. Ja, abreißen. Komm. Tu's. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats fiel Frau Amy bei der Esche der... Eine Unterregung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen. Unterzeichnet Simon Carver. Also das hat Mary ausgesagt, dass sie das gesehen hätte? Ist halt auch voll gelogen, oder? Nee, warte, ich will in die andere Richtung. Ja, lass uns jetzt... Ja, guck mal, jetzt ist die Puppe weg. Jetzt ist die Puppe weg. Tatsächlich. Hat sie doch das Kind geholt. Ah. Uff. Hast du gesehen, dass die Puppe weg war? Ja, oh, das habe ich gesehen. Hallo. Ja. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich auch. Der ist. Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Das könnte nützlich sein. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen Tipp. Nimmst ja. du den? Ja, immer. Sie sind sich einig. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Sie ist nur ein Kind. Ich muss kurz Pause drücken. Alles klar? Sie ist nur ein Kind. Das ist der Tipp, den er uns gibt. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Schuldige hat eine Zukunft und sie ist nur ein Kind. Also liegt es nicht unbedingt an dem Mädchen. Obwohl sie so heftige Anschuldigungen erhoben hat, dass sie alle hingerichtet, also alle. Jetzt wisst ihr, wir wissen jetzt nur von der Angela. Sind wieder auf der Straße. Okay.
Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wer weiß. Wirkt mir ein schlechtes Omen. Okay. Oh! Oh, er muss aufpassen, dass ihn sein. Oh! Dass er den Typ nicht. Ins Auge sticht. Oh, hart. Oh, hart. Macht es, danke, Erdinger. King William's War, Abschlussfeier Massaker. 23. Juni 1690. Am Tag der Abschlussfeier im Jahre 1690, während die Puritaner das Examen der jungen Männer der Stadt feierten, griff eine Armee von Franzosen und Indianern an und setzte zahlreiche Behausungen in Brand. 8 Männer wurden getötet und viele Frauen und Kinder in die Sklaverei nach Arkadien verschickt. Das Schicksal der Sklaven ist nicht bekannt. Versklavt wurden einige, getötet wurden auch einige. Hallöchen, Nele. Okay, ich will nicht so weit weggehen von Marco. Der liest gerade noch. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen vorgehe. Oh, ein das Little Hope Tourist Office. Es ist ja so ein wundervoller Ort, den man als Tourist so gerne besuchen möchte. Oh, Kötterbank. Öffentliche Bekanntmachung, Zwangsverschreckung, Bankbesitz, Zutritt verboten. Marco bockt mich hier weg, ey. Stress oder was? Sorry, ich habe nach rechts geschaut und links gegangen. Also ich habe meinen Chat gelesen. Hast du übrigens das Wort Traktat verstanden? Nein, du? Wir haben es gegoogelt. Sir Garbuck hat es gegoogelt, es ist eine Abhandlung. Okay. Eine Abhandlung. Danke, Sir Garbuck. Hola, Harley, wie geht's dir stets? Letztes Urlaubswochenende mit dir. Nice, Nele. Komm, ich geh da rein. YOLO. Wo kommt das her? Vielleicht hätte ich es doch nicht tun sollen. Oh, eine archäologische Ausgrabung förderte hier im Jahr 1955 eine Schicht Asche und Knochenfragmente zutage. Deshalb wird vermutet, dass hier während des Hexenwahnsinns im Jahr 1692 Menschen gehängt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Es ist nicht bekannt, welche Beschuldigten hier hingerichtet wurden. Oh, nice. Ganz toll. Komm, wir gehen. Scheiterhaufen auch gefunden. Sehr geiles Game. Geiles Game. Da ist der Rabe wieder. Mr. Rabe. Hey, sieh mal. Ein Spielreifen. Lass uns schaukeln. Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Da
Das ist meine alte Schaukel. Oh. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Das ist übel. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was ist nur ein Zufall, oder ich glaube dir. Ja, ja, ich glaube ihr. Hier passiert so viel. Ja. Shit, ey. Aber was heißt das? Was heißt das? Fick dich, Stadt! Hey, hey, schau mich an, schau mich an! Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Das ist nicht mein Werk. So helft mir doch, ich bitte euch. Das ist nicht mein Werk, hat sie gesagt. Bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort. Du täuscht mich nicht. Schwör. Das Böse ist in dir. Ich muss die Verderbnis aus Little Hope tilgen. Wir haben keine Wahl. Du musst hängen. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Sie sterben immer den gleichen Tod. Sie sterben immer den gleichen Tod. Die Schwester ist am Schal erhängt. Sie wurde erhängt. Die Mutter ist in der Bade, ist erstickt am Rauch und ist unter Wasser erstickt. Oder? Da müssen wir jetzt aufpassen, diese dass wir Frau sie von eben, allen fernhalten, wo ich. Sie sich erhängen könnte. Das heißt, ich bin ein Ester. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Aber sein Geist ist auch schon auf Gehen dem Weg zu uns. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ja, weg hier. Komm schon. Ich hab hier was gar nicht Cooles gesehen. Oh, guck mal, Autos. Das ist die schwarze Katze. Nazi. Hey, hier drüben. Oh. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden Wirst verfolgt. Du? Hey, verpiss dich gefälligst. Das ist ihre. Ach du Scheiße, was ist das? Das ist ihr Geist. Renn. Los, schnell! Oh Gott, knapp, ey. Oh. Komm schon. Ja, sehr gut. Boah, ist sie schnell. Oh Gott, hilf mir. Komm schon, drück richtig. Sehr gut. Boah. Oh Gott, die Quicktime-Events, die er jetzt schaffen muss. Sehr gut, Marco. Oh, ein Glück, ey. Lauf! Die schwebt einfach da. Oh, kratzt mit den Zehennägeln. Gut gemacht, gut gemacht. Hörst du das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Die ist echt hartnäckig. Boah, die Fußnägel. Oh, hey! Der Dude wieder. Heißt diese Biester sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey, lauf!
Und den Typen interessiert's gar nicht, gell? Oh, jetzt gehen sie in die Kirche. Oh, Marco trifft eine Entscheidung. Verdammt, was machst du da? Los, hier rein. Er sieht es gar nicht, oder? Der sieht es gar nicht. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Im Gully. Wir konnten nichts tun. Haben wir die echt verloren? Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Boah. Komm! Vielleicht ist es auch nur der Typ aus dem Pub. Hey! Ah ja, schau. Hey! Lass ihn doch rein. Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Besorgt, er folgt uns. Oder flapsig, der Alte ist nicht ganz dicht. Wahrscheinlich folgt er uns. Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihm nicht... Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Hinter ihm hängt die. Hinter ihm hängt die. Hoffnungsvoll, er könnte uns helfen oder wir können dich nicht reinlassen. Er könnte uns helfen. Er könnte uns helfen. Das ist eine echt schlechte Idee. Oh oh. Oh oh. Was ist hier eigentlich los? Entsetzt, irgendwas verfolgte uns. Etwas hat uns verfolgt. Es war wie in einem Albtraum oder Horrorfilm. Was zur Hölle redest du da? Hast du eine Kopfverletzung? Du musst uns helfen. Wach auf, Mann. Du musst uns helfen. Bitte hilf uns. Wir sitzen echt in der Scheiße, Mann. Ich glaube, ich komme hier nie mehr weg. Geht mir genauso. Ich hole Hilfe. Sehr gut. Und jetzt schnell wieder zu. Zeitverschwendung. Dieses Biest da draußen. Es spielt mit uns. Was sind die Dinger? Geister. Und warum zur Hölle jagen sie Zombies. Uns? Wenn ich das wüsste... Dann könnten wir sie vielleicht stoppen. Ich weiß nicht, ob Wände die aufhalten. Boah, nicht, dass sie einfach durchschweben. Professor? Andrew! Scheiße. Warum? Das war's. Warum? Weil wir in der Kirche sind. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Ah ja. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Nein? Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Naja, bei einer Kirche bestimmt. Marc überlegt. Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Oh. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! War die Kleine wieder. Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Ja, aber die Und bringt uns ja, gerade nur in Probleme. Da? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Stimmt. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Okay. Ich hätte auch Angst vor Fenstern. Sie ist nur ein Kind, hat der Kurator gesagt. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, das ist wie in dem Haus. Da ist auch er den Speicher hochgegangen. Und dann runtergefallen. Kleine? Kleine? Bist du da? Na toll.
Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn, ich bitte euch. So schwer es ist, Kind, eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Dann war schon was gefunden. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gut heißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Oh Gott, er hält ihn fest. Sieh, Kind. Sieh, wen ich verschonen sollte. Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt. Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft. Da kam das Messer her. Ich hab's Quicktime-Event geschafft. Aber der Typ hatte das Messer. Ja. Crazy. Na gut, es war unausweichlich. Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Willkommen im Club. Oder tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, einfühlsam. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Danke. Wir haben es überlebt. Nur das zählt. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Sie zeigt uns alle. Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Mir auch. Als würde ich sie kennen. Aber woher? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Wie kommt er überall hin? Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Da draußen. Hört. Es ist draußen. Hört. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster Ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Panisch? Es ist hinter mir her? Oder ängstlich? Du hast wohl recht. Ja, aber... was bleibt denn übrig? Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Ja. Denkst du, das ist am besten? Es ist eine Kirche. Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Oder, Marco, wie siehst du das? Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Da sind wir uns wenigstens alle einig. Finde einen anderen Weg hinaus und bleib zusammen. Aber wir wollen doch eigentlich hier bleiben. Oh, guck mal. Schöne Zeichnungen. Ui. Das. Dieser Ort ist ein Hafen für Doppelgänger. Dieser Pastor sieht genauso aus wie der Prediger. Der Pastor sieht so aus wie der Prediger? Jetzt verwirrt sie mich. Nee, geh mal nicht so nah ans Fenster, Girl. Also so ein sicheres, festes Gebäude ist es jetzt auch wieder nicht.
schon. Pastoren. Lazarus, John, Edmund, Salomon. Er muss laufen. Taylor. Was? Oh nein. Ah. Ich bin ganz alleine. Nein, Mann. Nein, Mann! Ich kann nicht zurückgehen! Ich kann nicht zurückgehen! Ich kann nicht zurückgehen! Ja, was soll ich denn machen? Hä? Bist du das? Ich hänge im Nebel fest. Nach links gehen, nach rechts gehen. Ich weiß es auch nicht. Dann geh nach links. Bist du das? Ich bin hier drüben. Oh, shit. Oh Gott, zum Glück ist sie es. So schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Glück hast du mir das Messer gegeben. Oh, scheiße, echt. Kurze Pause. Hättest du ihr das Messer nicht gegeben, wäre es vorbei gewesen jetzt. Nicht stehen bleiben. Oh, Mist. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Praktisch. Niemand ist sicher oder aufgebracht. Ich sag doch, zusammenbleiben. Zusammenbleiben, Mann. Ich sag dir doch, zusammenbleiben. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Fairpoint. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Boah, hätte sich Marco nicht entschieden, dass das Mädel das Messer nimmt. Dann hätten wir sie jetzt verloren. Lass uns hier eine Weile ausruhen. Oder ich hätte einfach rechts rumgehen sollen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Wir müssen das Mädchen stoppen oder wir sitzen fest. Ich weiß nicht, ob das Mädchen wirklich was aushilft. Also, es ist ja alles schon passiert. Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten. Klar, aber was ist Hab mit dem gesagt. Anderen Kind, das immer vor uns wegläuft?
Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Vielleicht, ja. Wir müssen dieses Kind stoppen. Er will das Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist er nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? Hey, Kleine, lässt du uns bitte in Frieden? Rebellisch, wir müssen es versuchen oder befehlend mit allen Mitteln. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Und was ist eigentlich Mary mit Angela? Ist der Schlüssel. Ganz sicher. Stimmt. Wenn wir sie stoppen, endet der Albtraum. Falls sie nochmal auftaucht. Falls sie nochmal auftaucht. Ist doch nicht sicher. Oh, der Schädel wieder gut. Was ist los? Alles gut? Meine Augen haben kurz so gebrannt. Ist schon wieder weg. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Ich glaube, es ist sein Biest. Runter. In Deckung. Es kommt direkt auf uns zu. Sei still. Okay. Oh, Angela! Angela! Das Biest will mich holen. Vorsicht, Angela. Kleiner. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst fort. Wie zur Hölle hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Doch, keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Ja, Mann. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Ich schaue echt fertig aus. Naja, war Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Ich schaue schon ein bisschen mitgenommen. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Die Brille. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Oh. Ein echter Gentleman. Na, die waren in der Vergangenheit ein Ehepaar. Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke... gefällt mir. Wir haben noch alle beisammen. Hört ihr das? Okay. Hab ich. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Sie muss es wissen. Ich helfe dir runter. Hui. Lauf! Los, schnell! Jetzt wart doch mal! Warte! Andrew, hey! Nein. Markus, Andrew. Oh nein, ich muss Daniel spielen. Es, nein. Ich weiß nicht, ob es geht. Nein. Fuck, warte. Nein, nein. Ja, du musst sie retten. Komm schon, komm schon. Du musst. Gib Gas. Schnell. Los, weiter, schnell. Führt uns das nicht im Kreis herum? Ist doch egal. Nicht stehen bleiben. Ja. Okay, Hüpf. Ruhig. Komm schon. Ich hab dich. Komm. Hab dich. Oh Mann, ich muss mich um beide kümmern, ey. Andrew? Bist du da? Andrew? Ja,
Nein. Jetzt werden wir wieder getrennt. Uncool. Oh, sie hat ihr Problem. Dahin. Schon wieder? Und er hat sein Problem. Oh shit. Oh nein, er muss sich entscheiden, wem er hilft. Er hilft uns, weil sie das Messer hat. Halt durch, Taylor! Ich muss ihm helfen! Was? Was? Ich hab's doch geschafft! Oder nicht? Oh nein! Spöttisch, arrogant. Hast du verkackt? Scheinbar. Ja, ich habe mit der Maus was treffen müssen, ich war zu langsam. Schade, passiert. Hat sie es geschafft? Das weiß ich nicht. Oh, fuck. Wir waren so gut bis jetzt. Und ich dachte, ich hab's doch geschafft, das war echt schwer. Mann. Jetzt sie. Wie oft sie ihr die Zunge abschneiden. Hier drüben! Ich bin schuld. Daniel! Fuck! Das kann nicht wahr sein! Er meinte, vielleicht wären wir alle tot. Und dies wär die Hölle. Ich hab gelacht, aber jetzt glaube ich, er hatte recht. Du bist durch die Hölle gegangen. So viel steht fest. Aber wir müssen weitergehen, um lebend hier rauszukommen. Oh Mann, ey, Daniel geht auf meine Kappe. Wir müssen weg, jetzt gleich! Aber es war so knapp. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und bisher ist der einzige Verlust Dan. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. John Feldweg, Markus Andrew. Verlasse den Wald und folge dem Pfad. Bleibt zusammen. So, dann komm. Die so Rücken an Rücken stehen. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Also ich hoffe ja, wir sehen dieses Gör. Unten oder oben? Wieder. Wir unten müssen die Kleine stoppen. Das ist unser einziger Ausweg. Er geht oben lang. Immer schön wachsam bleiben. Perfekt. Hier glitzert's. Leuchtkäfer. Leuchtkäfer? Daher kommt das Licht. Dankeschön. Es leuchtet da. Irgendwie schön. Irgendwie schön. Dachte nicht, dass es hier was Schönes gibt. Ich find's auch schön. Glühwürm. Nein, nie.
nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Das ist ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Mhm. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Oha. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Oha. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Ach, er ist es. Deine Abraham. Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Halt dich fern. Gib Zeugnis ab über deinen Verdacht. Dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun, wie sie da daneben stehen. Wenn man mich anhört, spreche ich. Okay. Und ihr? Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Sie könntet ihr sonst vor das mir stehen. Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Hm. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Sag, was das Mädchen getan hat. Oder bestimmt, die Kleine ist unschuldig. Ah. Sag, was das Mädchen Sag getan hat. Sag aus, was Mary getan hat. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Aber andererseits hat er gesagt, sie ist halt nur ein Kind, gell, hat der Kurator gesagt. Ein Kind anklagen ist falsch. Ja. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Ah, sehr gut. Bist du noch bei Tro... Vorhin waren wir uns einig, dass Mary schuldig ist. Und jetzt willst du sie schützen? Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ich glaube, er hatte recht, aber... Ich glaube, dass er recht gehabt hat, dass der Reverend dahinter steckt. Wir hätten ihn unterstützen Wie sollen. Wie konntest du bloß dieses Mädchen verteidigen? Das könnte unser aller Todesurteil sein. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn. Mary ist kein normales Kind. Wir müssen sie stoppen, um uns selbst zu retten. Aber stimmt, vorhin waren wir uns die ganze Zeit einig, als wir da, bevor wir losgegangen sind, dass die Kleine das Problem ist. Vielleicht sehen wir ihn wieder, könnten ihn umstimmen. Ich tat das Richtige. Ja. Ohne Zweifel. Ich glaube auch. Wie umstimmen? Der Kerl war am Überlegen, ob er gegen Mary aussagt. Aber leider konnten wir nicht davon überzeugen, es zu tun. Schade. Wir brauchen jede Hilfe. Aber es ist doch in der Vergangenheit. Meine Güte, schon wieder? Jetzt ist aber langsam gut. Bleib hier. Oh nein, ich. Oh Gott, ich bin schuld, wenn die nächste umgebracht wird. Ich sehe schon. Taylor, wo bist du? Geräuschen. Taylor! Taylor, hörst Mist, du mich? Doch nicht? Sag doch was! John! Doch. Herrgott, wie oft wird denn die angegriffen, please? Ich hab dich! Lass ja nicht los! Marco trifft eine Entscheidung. Es tut mir so leid.
Warum? Bitte rette die andere! Nein! Was? Warum? Warum? Die anderen sind doch nicht in Gefahr. Halt durch! Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Das Ding, was dich schon dreimal an der Leine hatte, Mann. Wir haben nicht verkackt, Sim-Sabine. Ja, aber seht die hat Bock, da. Ne? Ja, das stimmt. Du bist aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Aber gut gemacht. Ja, ich war auch leicht panisch. Okay. Ich hätte fast weggehen können. Dich einfach ihr überlassen. Ja. Du so, rette die anderen. Ja, ich wollte halt hier ruhig sein beim Abgang. Verstehe. Rette die anderen. Geh. Rette die anderen. Ich so, nein, Mann. Ich bin schon schuld an einem Tod. Ich werde nicht doch jemanden draufgehen lassen. Der Baum ist glittering. Das Püppchen. Ja, hab's gesehen. Wo geht's jetzt hin? Kommst du jetzt? Über The Quarry reden wir nicht. Was auch immer das Ding war, es ist weg. Unsicher? Bist du sicher? Und neugierig, was ist passiert? Naja, was ist passiert? Was ist da passiert? Kein Plan. Wenden sich die Dinge für uns zum Guten? Gute Frage. Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Ja. Marco entscheidet. Was tun wir? Wir müssen doch was tun können. Mary steckt hinter all dem hier, da bin ich mir sicher. Hä, was denn jetzt? Vielleicht bringt's nichts, Mary zu stoppen, oder ich will Mary nicht verurteilen. Ich will Mary nicht verurteilen. Wir wissen, was mit den Beschuldigten passiert. Gerechtigkeit gibt's hier nicht. Das einem kleinen Kind anzutun, soll das die Lösung sein? Ich glaube nicht. Nein, Mann. Mary hat nur zu gern alle in den Tod geschickt. Jetzt ist sie dran. Karma. Du erntest, was du säst. Himmel, du klingst schon genauso wie der Pastor. Ich weiß auch nicht, was Marco jetzt, wofür er denn jetzt ist. Will er jetzt die kleine umbringen oder nicht? Ich glaube, wir sind uns einig. Der Charakter, den ich gerade spiele, der will sie nicht umbringen und der andere, der will es halt scheinbar. Lass mich auch mal sehen. Ui. Ihm wird möglicherweise das Genick gebrochen. Alles klar. Da seid ihr euch wohl nicht einig. Je nachdem, wen wir gerade spielen, sind wir uns irgendwie nicht einig. Also die Charaktere sind sich nicht einig. Das ist eher das Problem. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Ich geh mal da hoch. Wir waren doch in der Fabrik schon, oder nicht? Ist das nicht die gleiche? Geh jetzt einfach rein. Hey! Hier oben! Auf, auf!
Ja, bitte? Hey, der Dude! Hat er Hilfe geholt? Der Typ ist gefährlich. Nee. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Hä, wieso? Der hat uns doch gar nichts getan. Hallo? Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Scheiße! Oh. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Vielleicht kommen wir ja jetzt endlich weiter. Ach, mir graut davor. Mir Ob auch. Sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Er selbst. Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Aber sie hat doch Angst vor ihm. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Okay, also Abraham hat sich jetzt getraut. Abraham? Oh, und jetzt ist die Frage, was er sagt. Was soll ich nur tun? Ja. Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Nein. Oh Gott, Markus, nein. Sagt der Pfarrer. Mary ist kein unschuldiges Kind. Ihr Herz ist rabenschwarz. Ah. Du. Tu einfach, was du für richtig hältst. Oh, shit. Ah. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Ah. Und? Was war los? War das kleine Teufelsgehör dran? Und was passiert jetzt? Begeistert, wir ändern die Vergangenheit oder unsicher. Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Hat er recht? Denkst du das auch? Wir sind uns nicht einig, glaube ich. Nein. Man kann nicht ändern, was war. Niemand kann der Vergangenheit entkommen. Das ist unmöglich.
Ich weiß nicht, ob die Charaktere nicht, ob es keine andere Möglichkeit gibt. Oder ob Marco wirklich der Meinung ist, dass das Kind böse ist. Das Biest hat's auf Taylor abgesehen. Wir müssen los. Jetzt. So, jetzt wart mal. Marco. Simsabine. Bist du wirklich der Meinung, dass das Kind schuld ist? Oder hat dein Charakter, gibt dir keine andere Möglichkeit, als das Kind zu beschuldigen? Also für mich ist das Kind ja mal der Teufel. Okay, dann sind wir uns nicht einig. Ich dachte, du kannst den Charakter nicht anders steuern. Nö, ich würde sagen, das Kind muss dran glauben. Okay. Wenn man das sagen darf im Stream. Naja, ja. Ich bin nämlich der Meinung, das, was vorhin der Andrew, oder wie er heißt, gesagt hat, dass es der Pfarrer ist, ich glaube, dass das der Weg ist. Ja, ich glaube schon auch, dass der Pfarrer mit drin hängt, aber ich weiß halt nicht. Ja, weiß nicht. Als hast du sie ja verurteilt, oder? Zug ist abgefahren. Der Drops ist glutscht. Okay, let's go. Jetzt ist der Drops glutscht, sagt er. Diese Frisuren und Hosen, ganz klar. Die 70er. Die 70er Jahre waren schon eine Wucht. Eine Wucht. Vielleicht gibt's einen Ausgang. Im Erdgeschoss. Aber der Kurator hat zu uns gesagt, sie ist doch nur ein Kind. Was hast du gesehen? Entschuldigung, ich möchte das Haus anschauen. In Gedenken an James Clark, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Schade um James. Unsere Family. Da sind wir alle drauf. Was zum? Sieh dir das an. Das glaubst du nicht. Wir waren alle verwandt. Wir sind auf dem Bild. Wir alle. Oh, okay. Darf ich Papa zu dir sagen? Ich weiß nicht wie oder warum. Aber in dieser Stadt gibt's noch mehr Pendants von uns. Erst die aus dem 17. Jahrhundert und jetzt auch noch welche aus den 70ern. Ja. Was soll der ganze Scheiß? Ist diese Familie so gestorben wie die anderen Doubles? Ja, so ziemlich. Ich mache mir mehr Sorgen um unseren Tod als um ihren. Auch wieder was. Ich verstehe nur nicht, wie das alles möglich ist. Bett, was ist kaputt gegangen? Was machst du da? Ich hab das Bild herausgeknallt. Keiner wird uns glauben. Ich will einen Beweis dafür. Okay. Du bist der Professor. Du bist der Professor. Also erklär mir dieses Bild. Kiss my ass? Nee, achso. Doch. Alles klar. Herrn Vincent Barnes. Sehr geehrter Herr Barnes, Abmahnung. Nach unserer Disziplinbesprechung schreibe ich hinsichtlich Ihres Anwesens und Ihres Verhaltens. Geschäftsleitung hat sich sehr bemüht, entgegenzukommen, wiederholende Abwesenheiten toleriert, da die Warnung bezüglich unter Betäubungsmitteln ignoriert wurden, sehen wir uns gezwungen, eine formelle schriftliche Abmahnung auszustellen. Sie müssen... Okay, jemand wurde abgemahnt. Der fand es nicht so gut. Vielleicht ist das alles nur ein übler Streich? Fotos kann man fälschen, aber Leute von damals und das, was uns jagt? Nein. Stimmt wohl. Außerdem wäre das sehr viel Aufwand für einen Streich. Stimmt. Okay, wenn ich es schiebe, glaube ich, unterbreche ich möglicherweise die anderen. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Hey, hilf mir mal. Nee. Doch, er braucht Hilfe. Jetzt ruft er. Hilf mir mal.
Was ist? Was brauchst du? Starke Männerarme. Ich schiebe von hier. Du von der... Ich auch von hier. So fest du kannst. Genau, es ist nur ein Streich. Da wurde zwar einer getötet, aber es ist nur ein Streich. Upsi. Oh no. Och. Entschuldigung. Professor, alles okay? Und schon wieder bin ich schuld. Geht schon. Gerade so. Hier geht's nicht hoch. Ich suche nach einem anderen Weg. Okay. Na toll, wieder haben wir jemanden im Loch verloren. Gut. So machen wir's. Wie mit Angela. Viel Glück. Sei bitte vorsichtig, John. Hey, Professor. Wir sehen uns draußen, okay? Angela, Fabrikgelände. Professor? Hoffe, dir geht's gut. John ist imstande, auf sich selbst aufzupassen. Okay. Wir haben den Geist von dem Professor noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Und von dem John auch noch nicht. Andrew? Ja? Bist du da? Bin hier oben! Das war einfach. Wow. Ihr zwei seht gut aus. Schön, dass du das bemerkst. Als ob er jetzt tagelang da unten gewesen wäre. Du kommst wohl aus demselben Schönheitssalon wie ich, Schlammboy. Witzig. Aber auch wahr. Funny. Zieh. Es waren halt einfach keine Freut zwei Minuten, die alleine sehen. Da unten Gleichfalls. War. Oh oh. Au. Oh. Talking about... sein Monster. Hast du in der Zwischenzeit Mary gesehen? Auto? Auto? Nein, nichts. Du? Ja, ich hatte doch gerade geglitzert am Auto. Ich auch nicht. Get out of my way! Entlassen. Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Little Hope entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnhausbrandes der Familie Clark gezogen. Schaulustige beobachteten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag. Ein Schaulustiger zur Situation. Der arme Kerl. Wahrscheinlich machte gerade die Hölle durch. Der Herald forderte Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er gab Clark die Schuld am Feuer. Welche... Los, schnell zu mir! Oh, da ist sie wieder. Tackle die halt mal einer um. Was auch passiert, wachsam bleiben. Immer ist immer so schlau daher, redet der Typ, gell? Boah, ey. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt, es nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Werken. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels.
In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Das geht nicht. Mary konfrontieren. Joseph helfen bringt nichts. Wir konfrontieren Mary, weil sonst sieht es wieder so aus, als würde sie mit dem Teufel reden. Oder er. Von mir. Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels! Was? Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Ich dachte, wenn er jetzt wieder mit jemandem spricht, dann sagt er wieder, das ist der Beweis! Scheiße, ja. Hey, da liegt ein Werkzeugkoffer. Was war los? Wo schon. Kommen Sie denn her? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Oh, hat Norma von diesem Biest laufe ich nicht mehr weg. Oh, oh. Ich habe nicht vor, Daniels Schicksal zu teilen. Bist du verrückt? Wir müssen weg. Oh, und Iri kommt auch. Oh nein. Nachtragend, warte nicht auf mich. Beruhigend, beeil dich. John, beeil dich! Hau drauf! Nice, nice. Voll gut, Marco. Nochmal. Voll gut, Marco, voll gut. Tut das weh, Drecksvieh! Oh Gott, oh Gott! Du scheiß Teil, klemmt! Rein! Jetzt nochmal, Marco. Ja, Mann, sehr los, gut, sehr rein. Gut, sehr gut. Marco, Marco! Ja, Mann. Los, hier rein. Weg von der Tür. Weg von der Tür, weg von der Tür. Ich schwöre, geh weg von Wir der Tür. Wir müssen weg. Ja. Los, jetzt. Andrew. Andrew, ich brauch dich hier. Ja. Hilf ihm. Warum hilft ihm nicht? Ganz ruhig. Ist es weg? Ich sehe es nicht schon. Mehr. Boah. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Voll gut gemacht, stimmt ey. Stimmt was nicht. Voll gut. Ja. Stimmt was nicht, ja. Ist das Motto ja. Dieser Stadt.
Du hattest einen richtigen Run mit den Quicktime-Events jetzt, oder? Ja, auch einen großen Blutdruck oder hohen Blutdruck. Eine Hexe auf dem Besen. Ah, das war die Vorschau für, das war die Vorschau für House of Ashes, für den Nachfolger, der das Jahr drauf veröffentlicht wurde. Den haben wir auch schon gespielt. Könnt ihr auf dem YouTube-Channel sehen. Die sind in dem Haus. Ach, das ist, sein Elternhaus, sag ich mal. Das Haus der Familie, oder? Die verbrannt ja, ist. Ja, habe ich auch gerade erkannt, ja. James und Anne. Das müsst ihr euch anschauen. Ihr wart verheiratet. Angel und ich verheiratet? Ja. Das macht immer weniger Sinn. Das macht immer weniger Sinn. Okay, die Treppen hoch, oder? Wo geht's denn jetzt die Treppen hoch? Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Dadurch? Nee, moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern. Kann grad nichts machen. Ich schaue noch kurz was an, aber... Doch, müsste weitergehen jetzt. Ja. Weg vom Loch, weg vom Loch. Da ist der Spielreifen. Ich will mich nicht mehr weiter umsehen. Sie beachten mich gar nicht. Ist ihnen egal. Oh, da schwebt ihre auch an. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Hier war eine Wandzeichnung an der Wand, die nochmal gesagt hat, dass das Kind von dem Teufel beeinflusst wird. Also ich habe gerade zwei Geister anlaufen sehen. Eine ist unterm Haus, ihre, also die Wasserleiche, und draußen schwirrt die gehängte Leiche auf uns zu. Ich habe den Typen gesehen nochmal, der gekrabbelt ist. Hervorragend, alle sind sie da. Finale. Das ist, glaube ich, die Zeichnung, die er auch gerade gesehen hat. Okay. Mann, ey, ich sehe halt nichts. Da hängt ein Schlüssel. Aber da hängt doch ein Schlüssel. Ist das nicht interessant, der Schlüssel? Dann halt nicht. Im Uhrkasten hängt ein Schlüssel, aber er wollte ihn nicht nehmen. Ich schau gleich mal. Von dem Mädchen, den sie am Anfang vom Spiel hatte, das kann gut sein. Brief von Reverend. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Warte. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer steht, dass Züchtigung war... Okay. Nee, ich kann ihn auch nicht nehmen. Okay. Also der Referent, der ihr anbietet, dass das Kind vielleicht Züchtigung braucht. Nein, ich will nicht nochmal rausschauen. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Eigentlich müsste doch da hochgehen, ja.
okay. Ich habe mich irgendwie total verfranst. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ja, wir gehen jetzt hoch. Die Kleine ist hochgegangen. Ich stehe vor der Treppe. Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Aber wofür ist der Schlüssel? Damit hat doch die Kleine abgesperrt alles, oder? Da ist sie. Was zur Hölle? Bleib hier. Was zur Hölle warst du da? Andrew, was ist los? Alter. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schützt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Oh no. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer jetzt lässt falschen er das kind? Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht jetzt klagt er das Kind an? Angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit. Nein, Marco muss entscheiden. Nein. Das ist irre. Diese Leute haben den Verstand verloren. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Du musst dein Pendant finden, steht neben dir. Ich könnte aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese wie. Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. In dieser Situation stimmt was nicht. Kava ist böse. Kava ist der Priester, oder? Ich sag's jetzt einfach Wir mal. Müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Kava, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Kava bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist du sein Du täuscht Werk. Uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Marco, unterstütz mich. Er hat recht. Hör ja. auf ihn. Kava ja. ist der Schuldige. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Das weiß ich auch nicht. Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Wir müssen Kava stoppen. Zerstör die Puppe. Ich weiß es nicht. Wir müssen Kava stoppen? Du musst Kava stoppen. Er ist schuld, klar? Ich weiß nicht, ob die Puppe... Er klagt an der Puppe an, um von sich abzulenken. Ja? Ich weiß, was hier zu tun ist. Oder doch vielleicht die Puppe? Genug! Was hat dies zu bedeuten? Hätte ich doch die Puppe nehmen sollen? Dies sind wahrlich üble Anschuldigungen. Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht, doch ihr verschließt die Augen! Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metze. Du wirst für deine Taten büßen.
Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ich hoffe, das war richtig. Ohne euch wäre ich tot. Hab Dank. Das werde ich nie vergessen. Ob wir das bereuen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Jetzt haben wir sie gerettet. Das war's. Gut gemacht. Sicher? Das war's? Das war die einzig richtige Entscheidung. Der Pastor war der wahre Bösewicht. Klar, ja. Hoffen wir's. Sollte mich wohl freuen, aber... Ich tu's nicht. Ich fühle nichts. Komm. Verschwinden wir. Du lächelst. Was ist los? Ich hätte es gar nicht mehr bekommen. Wir haben es geschafft. Sicher? Und er? Er wird trotzdem erschlagen. Also haben wir gar nichts geschafft. Nein. Das ist das Ekligste überhaupt. Oh Gott. Nein! Gott! Hä? Warum konnten wir ihn denn jetzt nicht retten? Hä? Was haben wir verpasst? Das verstehe ich nicht. Ich konnte nichts machen, du? Nein, ich habe keine Auswahl gehabt. Ich war jetzt auch nur Zuschauer. Ja. Keine Ahnung, warum er jetzt umgekommen ist. Warum ist denn er jetzt umgekommen? Also das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Ich verstehe es auch nicht. Warum ist denn er jetzt umgekommen? Gute Frage. Danke, geht's gut. Ja, mir geht's gut. Und dir? Besser das eigene Selbst besiegen. Zitat Kurator. Hey! Tut mir leid. Er hat's ja nicht besiegt. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Habt.
Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Das war für uns alles Das schlimm. Weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Wären wir nur alle hier. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Der Busfahrer. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Es gab die anderen nie. Seid ihr bitte mal still? Oh, war ja. So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er glaubt, er wäre sich er selbst in den jungen Jahren mit seiner Familie. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ach Gott. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Ich hab sonst nichts mehr. Und das ist unser Kumpel von früher. Er ist der Junge, ja. Schau mal, die Brücke ist überhaupt nicht kaputt. Was zur Hölle ist da drin los? Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Er denkt sich auch, was ist mit dem? Sprich die ganze Zeit mit vier anderen Leuten in seinem Kopf. Ihn verfolgt das einfach nur, dass seine Familie umgekommen ist. Und er sie nicht retten konnte. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren Sie. Ja, okay. Und Sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Ja. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht in der Wüste Arabiens? Ja, da vielleicht waren wir schon. Woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Zumindest noch einmal. Boah, mega gutes Game. Ich liebe das Ende. Ich liebe das Ende.
Also ich muss echt sagen, ich bin schwer begeistert von dem Game. Ich kann es eben nur raten, wenn ihr House of Ashes sehen wollt, dann schaut auf dem YouTube-Channel. House of Ashes haben wir gespielt, Man of Medan haben wir auch gespielt. Es war echt sau nice, das Game.